Perfekt. Sehr schön. Herzlich willkommen zu unserem heutigen CL-Sprint. Ich höre jetzt gerade eine kleine Rückkopplung, aber ich denke, das kriegen wir gleich noch technisch in den Griff. Ja, ein fröhliches Hallo in die Runde. Wir sind jetzt fast 30 Teilnehmer und haben heute ein super spannendes Thema. Ein Thema, ja, was insbesondere auch die Co-Creation fordert, an die Community. Und das ist so wie so eine Challenge ausgesendet von der Frauenpower-Gruppe oder von dem Frauenpower-Team Otto Bock. Und ich freue mich darauf, denn im Endeffekt haben sie jetzt tatsächlich die Community gechallenged, in dem Sinne, so dass es darum geht, mal sich sozusagen selbst aus dem Sumpf zu ziehen, nämlich zu überlegen, wie sehen eigentlich Kompetenzen für L&D-Professionals aus und wie können wir uns die eigentlich selber vermitteln, selber verschaffen. Und heute soll es darum gehen, wir hatten ja am 25.10. einen wunderbaren Twitter-Chat zu diesen vier Fragen, die wir gleich auch nochmal wieder ins Programm holen. Heute soll es darum gehen, wirklich die Sachen auszuwerten und am Ende letztlich auch eine Roadmap zu bekommen, wie wir das nächste Jahr in der Community gestalten können und uns um unsere Kompetenzen kümmern werden. Deshalb darf ich jetzt auch gleich übergeben an das Frauenpower-Team in Duderstadt, an Steffi Döring, an Dorit Schalanski und Luisa Bergholz. Ihr Lieben, seid ihr bereit? Ja, Auf alle Fälle. Hallo aus Duderstadt. Das darf ja nicht fehlen. Genau. Ja, wir sind nicht nur wir drei, die diesen ganzen Sprint vorbereitet haben, sondern wir haben noch mehr Leute im Hintergrund und im Vorfeld mitgewerkelt. Wer ist denn das? Ja, genau, das ist die Janke. Die hat nochmal tatkräftig mit dran gearbeitet. Die Martina, die ja auch dabei ist. Hallo Martina. Und auch unsere Kollegin Erika aus Wien, die jetzt hoffentlich ganz fleißig dabei ist, parallel zu twittern. Erika, ich hoffe, du verstehst den entsprechenden Link. Also ganz herzliche Grüße auch von uns an diejenigen, die heute nicht dabei sein können. Genau, nochmal ganz, ganz herzliche Grüße an Caro, die jetzt schön in Australien ist. Wir grüßen dich nochmal ganz lieb. Genau, und das erklärt auch, weshalb ich da bin. Ich bin nämlich quasi interimistisch für Caro eingesprungen in diesen Monaten und ja, bin quasi direkt mit reingesprungen in diese Vorbereitung des Sprints und vielleicht wollt ihr nochmal erklären, wie ihr eigentlich auf die Idee gekommen seid. Ja, also die Idee zu dem Sprint ist in den Tagen vor dem Corporate Learning Camp in Kassel entstanden, weil wir uns Gedanken gemacht haben, ja, wir Personalentwickler, wir L&D-Professionals, wir sind meistens oder tagtäglich eigentlich damit beschäftigt, uns Gedanken zu machen, was brauchen unsere Mitarbeiter, unsere Führungskräfte für Skills, für Kompetenzen, und wie können wir sie auf diesem Weg am besten begleiten. Aber wir nehmen uns oft sehr, sehr wenig Zeit, um mal zu reflektieren und zu schauen, okay, was ist denn mit uns? Was brauchen wir, um eben diese Unterstützungsleistung tatsächlich auch anbieten zu können? Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir als Otto Bock Team ja auch schon seit einiger Zeit sehr aktiv in der Corporate Learning Community sind. Und wir wissen, dass es da ganz viele unterschiedliche Initiativen sind, an denen wir teilweise auch beteiligt sind. Aber wir glauben einfach, dass jetzt die Zeit einfach reif ist, in Vorbereitung auch auf 2019, das ganze Thema nochmal auf ein anderes Level zu bringen. Und deshalb sind wir mit diesem Thema heute angetreten, im Vorfeld mit dem Twitter-Chat. Worauf wir einfach Lust hatten, das auszuprobieren, weil das für uns auch einfach eine Lernengelegenheit war, da Erfahrungen zu sammeln. Ja, und heute den Sprint wollen wir nutzen, gemeinsam mit euch, um einmal, wie Volkmar schon gesagt hatte, die Ergebnisse aus dem Twitter-Chat nochmal konsolidiert uns anzuschauen. Dann haben wir einen interaktiven Part dabei. Wir wollen nochmal eine Online-Abstimmung zu machen zum Thema Kompetenzen. Und ein ganz, ganz großer Schwerpunkt heute wird sein, dass wir mit euch besprechen wollen, wie können wir das Jahr 2019, wie können wir eine Roadmap gestalten, in der Art, dass wir uns als Corporate Learning Community gegenseitig bei unserem Kompetenzaufbau unterstützen. Das ist sehr schön. Genau. Auch nochmal ein großes Dankeschön an all diejenigen, die schon teilgenommen haben. Also super, vielen, vielen Dank. Und was wir heute auch machen werden, ist immer wieder da gerne das Mikrofon. Öffnet es, stellt Fragen, gibt Anregungen, alles ist herzlich willkommen. Und falls ihr euch nicht traut, das Mikro anzumachen, gibt es auch den Chat.
Und der Volkmar schaut da dankenswerterweise immer wieder rein und wird uns dann auch mitteilen, was da so gechattet wird. Genau. So, und ich glaube, jetzt können wir starten. Ja. Genau, wir haben uns ja am 25.10. mit dem CL-Chat mit 4 Fragen beschäftigt. Und genau, wenn ihr das alle gleich seht, was ich hoffe. Ist es zu sehen? Jetzt? Ja. Ja? Ja? Ist ja, zu sehen? Das sieht man super. Genau, die Frage. Wir sehen sie noch nicht, das ist witzig. warte mal, wir machen es mal anders. So. Nämlich wieder das Gleiche. Habt ihr vielleicht einen erweiterten Bildschirm? Das kann schon möglich sein. Da müsst ihr beim Teilen. Aber ihr, also. Wir haben gerade auch, wir haben gesehen, dass ihr was teilt, aber das war ein schwarzer Hintergrund, da war noch kein Inhalt drauf. Ach so. Warte mal, wir gucken nochmal. Beim Teilen kann man auswählen, wenn es ein erweiterter Bildschirm ist, welchen von beiden man teilt. Ich muss vertragen, jetzt gucken wir mal. Wenn ihr jetzt die Präsentation macht. Hier kannst du vielleicht noch Bildschirm. So, seht ihr jetzt was? Ja, jetzt ist die Präsentation. Perfekt, das klappt doch. So, die erste Frage, die wir euch gestellt haben, war ja, was sind die Herausforderungen für dich als L&D-Professional in der Zukunft? Also mit was müsst ihr euch die ganze Zeit auch immer, wie wir sagen, auch herumschlagen? Und die meisten Nennungen waren die neue Rolle von L&D-Professionals. Und wir finden zum Beispiel, oder ich finde zum Beispiel, dass so Sachen, die auch genannt wurden, wie die Komplexität, die VUCA-Welt, die neuen Technologien, die unzähligen Trends, die laufen ja alle da rein, dass wir uns mit unserer Rolle beschäftigen müssen und auch da einfach sehen müssen, was ist es, wie können wir unsere Mitarbeiter begleiten. Und weitere Themen waren unter anderem, dass wir ja auch selbstverantwortliche Lerner haben wollen und auch selbstorganisierte Lerner und das in neuen Lernräumen. Aber wir haben auf der anderen Seite weniger Ressourcen, weniger Geld und die Rahmenbedingungen sind meistens nicht geklärt. Also das waren so eure Antworten zu der allerersten Frage. Und jetzt ist die Frage, gibt es von eurer Seite schon Anmerkungen, wo ihr sagt, hey, die Herausforderung, ich habe da noch was bei mir und das kam so noch gar nicht vor, wenn ihr mal auf das Bild schaut. Ansonsten, Volkmar, gibt es denn im Chat schon Dinge, wo du sagen kannst, da sind Fragen? Nein, haben wir bis jetzt noch nicht. Dann mach mal weiter, super. Sollte auch ganz klar sein. Ja. Ja, aus diesen Herausforderungen hat sich dann ergeben, dass wir die Frage gestellt haben, was sind die Top 4 Kompetenzen, die für dich als L&D-Professional zukünftig wichtig sein werden? Und es gab sehr, sehr viel Input bei dem Twitter-Chat. Das hier ist ein Versuch, das Ganze mal zusammenzufassen. Also auch hier wird es wahrscheinlich nicht jede Formulierung, die ihr da gegeben habt, geben. Aber ich hoffe doch, dass ihr euch auf jeden Fall alle wiederfindet in dieser Konsolidierung des Ganzen. Die Begriffe, die da kamen, sind auch auf verschiedenen Ebenen. Also zum Teil recht hohe Flugebene und zum Teil nur doch eher sehr ins Detail gehende. Versuche einfach mal so ein bisschen das zusammenzufassen. Also ganz wichtig war auf jeden Fall, in der Mitte sieht man das auch, Netzwerken und Collaboration und auf jeden Fall auch die digitalen Kompetenzen, wo dann auch künstliche Intelligenz dazu zählt oder digitale Technologien. Analytische Fähigkeiten, Data Analytics, diese Dinge wurden auch recht viel genannt und dann so der große Cluster Neugierde, Neues im Blick halten, up-to-date bleiben, offen sein für Neues, kontinuierliche Weiterentwicklung, damit verbunden auch das Growth-Mindset, Flexibilität, Lernmotivation, Experimentierfreude, also all diese Dinge. Denn wenn wir das nicht machen, wer sollte es dann machen? Wir müssen das vorleben, was wir von den Mitarbeitern erwarten.
Ein anderer großer Punkt ist Facilitator sein für Lernprozesse, für Lernräume, neue Lernräume und auch Kommunikation und auch die Vermarktung der eigenen Angebote sind ganz wichtig. Das mal rausgegriffen. Wenn ihr da jetzt so drauf schaut, vielleicht geben wir auch mal ein bisschen Zeit, weil es doch recht viele Begriffe sind. Gibt es da noch Ergänzungen? Fehlt da was? Naja, ich habe nur eine positive Anmerkung. An der Stelle, weil du gerade sagtest, die Herausforderung ist ja eben diese kommunikative Kompetenz. Und ich habe ganz oft den Eindruck, dass wir in der Kommunikation, egal womit wir reden, diese ganzen Buzzwords an Menschen herantragen, die gar nicht wissen, was wir eigentlich von ihnen wollen. Und das fällt hier so positiv auf, dass da nicht ganz so viele davon da sind, sondern dass ich das, was ich möchte, auch in Worten, die der Empfänger möglicherweise versteht und umsetzen kann, dann transportieren kann. Das ist sozusagen der positive Effekt dieser Slide. Dankeschön. Sehr gut. Ja, Simon hier. Ich habe einen Gedanken, wenn man Leute darauf loslässt, dann ist, je mehr da draufsteht, desto mehr könnte man sozusagen abgeschreckt sein, sich mit zu beschäftigen, wenn es einfach sehr viel ist. Und im Kern finde ich, zum einen mal, was immer auftaucht, sind diese sogenannten 21st Century Skills, also dieses 4C-Modell mit Critical Thinking, Communication, Collaboration und Creativity. Und dazu querliegend Digital Literacy, weil ich sozusagen jedes für sich, also Communication plus Digital, Collaboration plus Digital, Creativity plus Digital, quasi immer analog oder digital denken kann. Und so würde man halt bei 5 Kompetenzfeldern landen, was vielleicht für den Einzelnen A, ein bisschen leichter ist zu verstehen und B, wo es eben mit dem 4C-Modell und dann auch dem von der Europäischen Kommission, dem DICCOM-Framework, fertige Kompetenzmodelle gibt, die man verwenden könnte. Guter Punkt. Also es ist auch nicht unser Plan, damit weiterzuarbeiten, sondern das sollte nur darstellen, was wir alles gesammelt haben, was ihr alles bei dem Twitter-Chat gesagt habt. Genau, was ihr zusammengetragen habt. Wir haben das durchaus auch schon ein bisschen zusammengestampft. ja, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Hier noch kurz ein Slide, um euch zu zeigen, dass wir nicht nur die Twitter-Antworten berücksichtigt haben, sondern durchaus auch ja, die Dinge, auf die ihr bei Discuss und bei Twitter verlinkt habt oder die wir auch sonst gefunden haben, wie zum Beispiel von Jane Hart, diese Grafik zu A Modern Workplace Learning Service. Oder im April hatte sich ja auch in Stuttgart schon die Community mit dem Towards Maturity Report beschäftigt. Von Karl Knispel gab es die Grafik oben rechts hin zum Learning and Development, Professional statt Training and Development. Und von Clive Shepard unten auch nochmal die 3 Top Skills für uns L&Ds Professionals. Und ja, wir haben daraus eine Art Longlist Kompetenzcluster entwickelt. Kurz vorab dazu, wir wollen jetzt hier nicht in die Diskussion einsteigen, was ist eigentlich eine Kompetenz und so weiter, und wahrscheinlich lässt sich da auch gut drüber streiten, ob das jetzt die passenden und besten Kompetenzbegriffe sind, aber wir denken, es reicht auf jeden Fall, um damit weiterarbeiten zu können. Ich erkläre das gerade mal ein bisschen ausführlicher, weil wir damit auch gleich noch weiterarbeiten werden. Der erste Kompetenzcluster, das sind die digitalen Kompetenzen. Dazu zählt digitales Grundverständnis, also auch der Umgang mit Tools wie Slack und Twitter und solchen Dingen, aber auch künstliche Intelligenz, Bots, Blockchain und so weiter. Beziehungsmanagement ist der zweite Kompetenzcluster. Dazu zählen Collaboration, Netzwerken, Mindset, Empathie und auch Stakeholder-Management. Dann haben wir die analytischen Fähigkeiten als dritten Kompetenzcluster. Also die Komplexität herunterbrechen, auch Data Analytics fassen wir mit dazu, Problem lösen und kuratieren haben wir hier auch mal mit drunter gefasst, auch wenn man sicherlich auch da streiten kann, ob das vielleicht nicht auch noch unter andere Kompetenzcluster fällt. Also alles ist nicht hundertprozentig trennscharf und kritisches Denken. Dann als vierter Punkt Facilitator sein, also Learning Experiences gestalten, informelles Lernen unterstützen, innovative Lernformate schaffen und Prozessbegleitung. Offen als Neues als fünfter Punkt, also Trends verfolgen, up-to-date bleiben, ausprobieren, flexibel bleiben, solche Dinge. Als sechstes dann Kommunikation und Marketing, das heißt Entscheidungsträger überzeugen, neue Lernkultur etablieren, eine Vision vermitteln und auch das Ganze vermarkten.
Als siebten Punkt Beratung, Coaching und Mentoring. Dazu gehört auf jeden Fall auch Selbstreflexion und die entsprechenden Tools und Techniken. Kreativität als achter Punkt und als neunter Punkt Change und Transformation Management. Wir hatten als zehnten Punkt eigentlich nochmal was, aber das haben wir dann nicht mehr mit aufgeführt. Genau. Eigentlich hatten wir als zehnten Punkt noch das Businessverständnis, haben uns dann aber entschieden, dass das jetzt für unsere Zwecke hier gerade nicht ganz so relevant ist, weil dazu gehört ja vor allem, dass wir auch die Sprache der Fachbereiche sprechen. Und dann haben wir uns gefragt, wie können wir uns da gegenseitig unterstützen? Und das haben wir jetzt gefunden, dass wir das nicht so gut können, weil das eben sehr branchenspezifisch ist. Heißt nicht, dass es unwichtig ist, aber jetzt für unsere Zwecke, wo wir ja schauen wollen, wie können wir uns gegenseitig fit machen, haben wir es rausgelassen. Genau. Gibt es hier von eurer Seite Anmerkungen? Mir würde hier noch agiles Arbeiten und Kundenzentrierung fehlen. Mhm. Ja. Ja. Könnte man auch noch mit unterordnen. Genau, bin ich auch gerade am Überlegen, ja. Mit Kundenzentrierung, auf alle Fälle. Vielleicht bei Beziehungsmanagement mit rein. Ja, das, genau. Aber es ist ein guter Punkt, genau, ja. Dass wir das alle Fälle nochmal in den Ausformulierungen mit aufnehmen. Ja, also es ist von uns nicht so angedacht, dass das jetzt irgendwie der Weisheit letzter Schluss ist, sondern das ist einfach eine Grundlage, mit der weitergearbeitet werden soll. Und wir haben jetzt erstmal basierend auf den Antworten, die beim Twitter-Chat kamen zu den einzelnen Fragen und auch, was Luisa erst gerade vorgestellt hat, den einzelnen Modellen, haben wir das praktisch konsolidiert und erstmal in eine Longlist gepackt, mit der wir dann weiterarbeiten wollen. Dann kommen wir dann auch zum interaktiven Teil und die dann zu einer Shortlist mit eurer Unterstützung komprimiert werden sollen. Mhm. Mhm. Wir haben noch einen Begriff, der hier des Öfteren diskutiert wurde, und zwar den Begriff der Selbstdisruption. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal was zu sagen. Also du meinst, er wurde genannt oder wie meinst du das gerade? Er wurde auch hinterfragt und die Frage stelle ich ja jetzt auch ins Auditorium und nicht nur an euch. Wie seht ihr das? Was versteht ihr darunter? Also es wurde vorhin auch eine Aussage getroffen, auf Null zurücksetzen, und dann kam gleich natürlich die Gegenwehr. Ich möchte mich ja nicht auf Null zurücksetzen, sondern ich möchte vielleicht mich wandeln und transformieren. Und insofern, ja, das ist einfach eine Sache, die wird gerade im Chat hier mit diskutiert. Ja. Also für mich ist das ein Punkt, den ich jetzt so unter Offenheit für Neues, und das können wir auch noch anders bezeichnen, diesen Punkt, das würde ich darunter verstehen, weil da geht es ja schon darum, auch dieses Growth Mindset, also sich ständig zu hinterfragen, sich selber zu reflektieren, wie bin ich auch im Kundenkontakt, zu überlegen, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln, mich dahin auf den Weg machen, bestimmte Dinge ausprobieren, das Ganze dann wieder zu reflektieren, also eben nicht einfach stehen zu bleiben und davon auszugehen, dass so wie es jetzt ist, wird es immer sein. Also das ist jetzt mein Verständnis, ja, von Selbstdisruption und passt finde ich, gut hier mit rein in unsere Diskussion. Ja, weil wir sehen uns ja als Ellen Wieler auch so als Vorreiter. Es ist wie das, was wir auch heute mit euch machen, halt Experimente aufwagen. Also ich sehe das genauso. Ich könnte vielleicht die Hauptherausforderung mit der neuen Rolle, was du eben vorgestellt hast, dass das eben geklärt, also dass Lenny Professor jetzt für sich selbst klären müssen, was ist denn jetzt eigentlich meine Rolle in diesem neuen Umfeld? Wie kann ich da weiterhin einen Mehrwert bieten, auch wenn im Idealzustand eben alle Mitarbeiter selbst verantwortlich werden? Hört ihr mich? Ja, aber irgendjemand hat sein Mikro an. Okay, also ich wollte auch was dazu sagen zur Selbstdisruption. Es kam ja von mir, dieses mit dem Nullwert. Genau. Ich höre gerade das Buch und lese auch gerade das Buch von Christoph Käse, und da geht es um Selbstdisruption. Und es spricht mich gerade sehr an, weil es darum geht, sich praktisch ständig zu hinterfragen, nicht mit der Vorgabe zu kommen, ja, das ist mein Beruf und da muss ich drin nicht aufgehen, sondern mehr von der Kompetenz her, von der Fähigkeit her zum Denken. Also, dass mir nicht der Beruf mich ausmacht, sondern meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen, das, was mich sonst als Mensch ausmacht. Mhm. Aber in dieser ständig verändernden Welt, in der digitalen Transformation, wie das auch so schön der Joachim Niemeyer in seinem Blogbeitrag vor 2 Stunden geschrieben hat,
Da geht es ja einfach, sich ständig zum Hinterfragen. Also ständig die Bereitschaft, dass Neues auf mich zukommt, was komplett mich, erstmal das andere mich hinterfragt. Und dass ich da einfach diesen Blick fürs Ganze habe. Und da hilft es, sich probeweise auf Null zu setzen, um einfach von dem wegzugehen, das ist mein Beruf, das ist mein Stand, das ist meine Vergangenheit, sondern sich praktisch probeweise nur auf Null zu setzen und es aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das habe ich vorhin gemeint mit Nullwert setzen. Okay, super, danke. Ja, ich sehe das wie du, Oliver, ziemlich stark auch im Growth Mindset. Und das spiegelt ja auch ganz oft der John Stepper wieder, muss man ja auch sagen. Ne? Genau. Die Sicht reden, ihr Mikro auf Stumm schalten. Irgendwie ist es gerade nicht ab. Perfekt, danke. Dankeschön. Dankeschön. Super, gibt es, warte mal, ganz kurz, gibt es denn noch weitere Anmerkungen oder im Chat noch etwas, Volkmar, was wir jetzt schon eventuell beantworten können? Ja, im Chat wird auch reichlich diskutiert und ich denke, wir sollten jetzt ruhig fortfahren. Der Joachim hat gerade noch gesagt, nur wie kann ich die Kompetenzen abbilden oder was sind die Ziele der Organisation, passt das zusammen? Aber ich glaube, da kommen wir jetzt genau hin, in die Richtung. Ne? Genau, wir machen jetzt mal mit Frage 3 weiter. Und zwar haben wir euch danach gefragt, bei welcher Kompetenz ihr aktuell das große Gap bei euch selber seht. Und was da ganz stark herauskam, war digitale Kompetenzen. Also künstliche Intelligenz, was heißt das für uns, LNDler, Bots als Lernunterstützer oder auch Augmented Reality, VR, Blockchain, wie können wir das alles nutzen? Beispielsweise, da sind wir anscheinend noch nicht so fit und da können wir wirklich uns noch aufschlauen, um Vorreiter zu sein. Unter anderem kam aber auch doch das Thema Change Management, unsere Netzwerke noch weiter auszubauen, auch im Unternehmen und die auch zu nutzen. Und das Marketing, uns selber zu vermarkten, dass wir einen Mehrwert und einen Beitrag leisten in dem Unternehmen. Das waren so Punkte, wo wir sagen, hey, da haben wir die größte Kluft, will ich mal sagen. Genau. Und jetzt macht Luisa weiter. Ja, mit dem interaktiven Part. Und zwar, geht eins weiter, genau. Haben wir jetzt nochmal diese Longlist, die wir vorhin schon vorgestellt haben, hier aufgeführt und würden euch bitten, dass ihr auf Mentimeter, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, aber ich erkläre es gleich, dann abstimmt, was eurer Meinung nach oder für euch die wichtigsten 4 Kompetenzcluster sind, an denen ihr in 2019 arbeiten möchtet. Also sind jetzt beide Fragen quasi verknüpft, nämlich einmal, was ist das Wichtigste und woran, wo habt ihr Nachholbedarf und woran möchtet ihr arbeiten? Und um abstimmen zu können, geht ihr auf www.menti.com und gebt dann den Code, der da auch steht, 950921 ein. Und dann könnt ihr genau 4 von diesen 9 Kompetenzclustern auswählen. Mehr geht laut System nicht und mehrere Votes gehen auch nicht. Ja. Und ihr könnt das mit dem Handy machen oder auch am PC. Genau. Und wir machen das auch. Ja. Die ersten haben Okay. 23 Leute haben schon teilgenommen. 26 ist bald dran. Sehr gut. Wir warten noch einen Moment. Ja. Sind gerade alle noch sehr eifrig dabei.
So, ich glaube, alle, die wollten, haben jetzt abgestimmt. Es scheint sich jedenfalls nichts mehr zu verändern. Müsstest du bestimmt einmal ab. Das heißt, ich zeige jetzt das Ergebnis. Könnt ihr das jetzt sehen? Schon richtig. Seht ihr den Bildschirm? Warte. Nee. Gut, dass wir vorher alles getestet haben. Ja, das klappt schon. Ganz ruhig bleiben. Ja, jetzt müsste. Wir haben hier einen Gleichstand. Wir machen einen. Habt ihr es jetzt? Ja, wunderbar, ja. Da kommt es. Sehr gut. Also, 46 haben wir angenommen. Erstmal vielen Dank für Dankeschön. Die aktive Beteiligung, dass ihr euch auf das Experiment einlasst. Ja, wie auch schon in der Wortwolke erkennbar war, digitale Kompetenzen ist mit 35 Stimmen auf jeden Fall der absolute Vorreiter. Ja. Und da müssen wir definitiv dran. Sag mal, könnt ihr über den anderen Rechner reinsprechen? Das ist sonst ein bisschen leise. Sorry, ja. Du kannst es ja auch darüber umhergehen. Also, digitale Kompetenzen sind auf jeden Fall ganz vorne mit 35 Stimmen. Und dahinter folgen auf den, also mit gleicher Stimme mit 25 Votes Kommunikation und Marketing und Change und Transformation Management. Und dann haben wir auch noch recht dicht beieinander mit 20 Stimmen einmal Beratung, Coaching, Mentoring, dieser Kompetenzcluster und 19 Stimmen für Facilitation. Genau, wir wollten die Top 4 und ja, mit einer Stimme haben wir die Top 4, nämlich digitale Kompetenzen, Kommunikation und Marketing, Change and Transformation Management und Beratung, Coaching und Mentoring. Super. Was machen wir jetzt damit? Perfekt. Was machen wir jetzt damit? Erstmal das Netz wieder aufnehmen. Genau. Es kommt was. Einen Moment. Ja. Ja, genau. Was machen wir jetzt damit? Erstmal nochmal einen Schritt zurück. Und zwar hatten wir euch ja beim Twitter-Chat gefragt, welche Ideen ihr habt, wie sich die Corporate Learning Community zukünftig vielleicht noch mehr beim gegenseitigen Kompetenzaufbau unterstützen kann. Und eure Ideen, eure Anregungen haben wir auch hier wieder in so einer Wortwolke zusammengefasst. Und im Vergleich zu den anderen Wortwolken ist die ein bisschen, ich sage mal, dünner, kann ich auch nicht sagen, ausgefallen. Aber es gab einfach weniger unterschiedliche Rückmeldungen. Das liegt aber einfach daran, dass viele der der Ideen mehrfach genannt wurden. Also Working Out Loud war ein Thema, was für ganz viele einen ganz großen Nutzen, einen ganz großen Mehrwert hat beim Kompetenzaufbau. Dann das ganze Thema Corporate Communities of Practice beziehungsweise Communities of Interest ist ein Format, wo Kompetenzaufbau darüber abgedeckt werden kann, dann natürlich das Thema Twitter-Chats nochmal vielleicht auch verstärkt in die Community reinzugeben. Dann das Community-Wiki, was ja von Magnus ganz stark mit unterstützt und auf die Beine gestellt wurde. Aber was auch rauskam, war, dass die regionalen Communities, die sich während der letzten Monate etabliert haben, dass das für viele wirklich ein ganz, ganz, ja, ganz, ganz essentiell geworden ist, wenn es über den Austausch, über die Unternehmensgrenzen hinweg gehen soll. Und das ist auch etwas, was unserer Erfahrung entspricht in der Südniedersachsen-Community. Also wir sehen wirklich von Treffen zu Treffen, dass wir enorm Zuspruch haben, dass sich immer mehr Leute anmelden, ohne dass wir jetzt so viel Werbung dafür machen. Also es ist einfach etwas, was schon ein bisschen wie so ein Selbstläufer fungiert. Ein Thema, was wir auch mit Absicht vorher schon auch in den Twitter-Chat hereingegeben haben, ist das Thema Roadmap 2019. Und das Schöne ist, wie wir jetzt gleich sehen werden,
dass diese ganzen Themen, die hier auf diesem Chart stehen, dass man die unglaublich gut miteinander in, verbinden kann. Mhm. Und zwar in einer sogenannten Corporate Learning Community Upskilling Roadmap 2019. Also unsere Idee ist es, und da kommen jetzt auch gleich die vier Top-Kompetenzen, die wir gerade abgestimmt haben, wieder ins Spiel, dass wir das Jahr 2019 in die vier bestehenden Quartale teilen, dass wir pro Quartal eine Kompetenz der vier Top-Kompetenzen zuordnen und dass sich dann pro Kompetenzcluster sich ein Team selbst organisiert findet, was dann auch darüber entscheidet, wie die inhaltlichen Schwerpunkte sind, wie vielleicht eine genaue Definition dieses Kompetenzclusters aussieht und wie auch Formate ausschauen können, die der Corporate Learning Community angeboten werden können. Also beispielsweise Webinare oder Communities of Practice. Es kann auch sein, dass sich regionale Communities zusammenschließen und sagen, wir wollen das und das Thema bespielen. Ich kann mir vorstellen, dass es Working Out Loud Zirkel gibt, zum Beispiel zum Thema digitale Kompetenz, wo dann Mitglieder drin sind, die alles Ziele haben, wo es um die digitalen Kompetenzen geht. Das ist erstmal soweit die Grundidee. Für wen ist dann so ein Kompetenzteam, sage ich mal, gedacht. Das sehen wir so ein bisschen aus zwei Perspektiven. Auf der einen Seite können dort reingehen die Experten, die sagen, ich bin der Experte zum Beispiel zum Thema Change und Transformation und ich möchte mein Wissen gern aktiv weitergeben. Aber genauso gut kann man das auch aus der Perspektive sehen, das ist die Kompetenz, wo ich das größte Gap habe. Und indem ich da reingehe und mich aktiv daran beteilige und das Wissen so aufbereite, dass ich es auch anderen zur Verfügung stellen kann, da trage ich ja auch dazu bei, dass ich meine Kompetenz bei dem Feld entsprechend aufbaue. Also beide Perspektiven sind aus unserer Sicht möglich und tragen einfach dazu bei, dass wir uns als Corporate Learning Community das Jahr 2019 einfach so selber organisieren, sodass wir dann am Ende im Dezember rausgehen und sagen, das war richtig klasse und wir haben hier systematisch an unseren Gaps gearbeitet. Und wenn wir Anfang 2020 vielleicht wieder eine Abfrage machen, wo sind die Gaps, dann stehen die da hoffentlich nicht mehr da. Ja, das wäre so ein bisschen unsere Vision zu dem Thema. So, es braucht jede Straße, jede Road braucht auch irgendwo Leitplanken. Und deshalb haben wir gesagt, einmal für jedes Kompetenzcluster bildet sich ein selbstorganisiertes Team, welches, wie gesagt, schon entscheidet, welche Inhalte, welche Formate. Aber wir glauben, dass es auch wichtig ist, dass es eine Art Roadmap-Crew gibt, die so ein bisschen als Steuerungseinheit fungiert, die sich um diese ganze Koordination zwischen den Gruppen, wann werden welche Formate angeboten, wo wird das entsprechend vermarktet, die sich darum kümmert. Damit das Ganze auch irgendwie ein bisschen ein gesamtes Bild ergibt und einfach zusammengehalten wird. Und ganz konkret, wie geht's weiter? Wir haben uns jetzt auch überlegt, was könnten so nächste Schritte sein? Und wir haben ein Google Doc vorbereitet, was haben wir auch schon im Vorfeld auf der Co-Learn-Seite eben unter der Ankündigung zum heutigen Sprint mit verlinkt. Das ist einfach eine normale Tabelle. Dort werden wir im Nachgang schnell nochmal die einzelnen Kompetenzen, die wir jetzt gewotet haben, in die einzelnen Gruppen eintragen. Dort kann sich, wer Interesse daran hat, mitzuarbeiten, in die entsprechende Spalte eintragen. Was wichtig ist, bitte die E-Mail-Adresse hinterlegen, weil wir haben auf Slack eine Corporate Learning Community, ein Workspace eingerichtet, dann mit entsprechenden Channels. Das sind momentan noch Platzhalter. Die haben wir jetzt nach dem Voting, können wir die auch umbenennen. Und wir würden euch dann in die entsprechenden Channels einladen. Und dann liegt es einfach in der Verantwortung der Teams, die sich auf Slack dann finden, sich selber zu konsolidieren und zu koordinieren. Genau das Gleiche gilt für die Roadmap-Crew. Auch dafür gibt es eine Spalte in dem Google Docs-Dokument und auch dafür gibt es bei Slack eine Gruppe. Dort können sich auch diejenigen, die sagen, ich habe da Interesse dran, in der koordinierenden Funktion zu agieren, vielleicht noch mehr marketingtechnisch dazu zu lernen. Die Gruppe ist genauso offen. Und dort können sich natürlich auch diejenigen, die da Interesse haben, gerne melden. Wichtig ist es noch, das ist keine Initiative, die jetzt von Otto Bock irgendwie zentral koordiniert wird. Das ist, was wir hier machen, ist ein Anstoßen, ein Impuls geben. Unser Wunsch ist es einfach, dass die
Community und ihre Mitglieder jetzt einfach selber sich in ja, die Verantwortung übernimmt und sich überlegt, wie sie das gestalten möchte. Genau. Und wir haben von Anfang an gesagt, das ist ein Experiment. Wir haben keine Ahnung, ob es funktioniert, was gut laufen wird, was nicht gut laufen wird. Und uns werden irgendwie Fehler passieren oder es wird etwas passieren, worauf wir vorher nicht nachgedacht haben. Aber wir sind ganz, ganz sicher, dass eins passieren wird. Wir werden 2019 jede Menge lernen. Ja, genau. Das war so unser Herzensthema, was wir die letzten Wochen so mit uns so herumgetragen haben und was wir gedanklich immer wieder durchdacht haben, was wir gerne in die Community reingeben wollten. Und jetzt sind wir ganz gespannt auf euer Feedback, auf euren Input. Was haltet ihr davon? Habt ihr Lust daran mitzuarbeiten? Was gibt es vielleicht zu beachten, woran wir jetzt noch nicht gedacht haben? Dann ist jetzt noch Zeit dafür. Vielleicht gibt es Rückmeldungen aus dem Chat. Ja, im Chat wird ganz viel über Tools diskutiert und wie man es noch besser machen kann. Ja. Das ist auch klasse. Also der Link zu dem Google Doc, der ist unterhalb der Live-Session direkt zu finden. Ne? Genau. Also, das war vorhin die Frage, wo ist der? Also der ist da eingetragen und insofern sind die Dinge, denke ich, gut vorbereitet. Und ich finde, wir sollten aber jetzt noch die Zeit nutzen, ein paar Stimmen einfach einzusammeln, zu gucken, wie das aufgenommen wird, eure Idee, euer Impuls. Ich habe vorhin geschrieben, Nudging, ne? Das ist ja jetzt wirklich nur so ein kleiner Anstoß von euch. Und jetzt wollen wir gerne auch mal hören oder sehen, wie es angenommen wird. Also, bitte seid mutig und schaltet euer Mikrofon kurz frei und meldet euch. Ich finde die Initiative großartig. Wir bei Energy arbeiten gerade sehr intensiv am HR Capability Building. Also das geht genau in diese Richtung. Wir haben da ein paar Schwerpunkte für uns festgelegt. Das ist insbesondere im Moment die HR Digital Transformation und dann eben solche Sachen wie Intentional Forgetting und Selbstorganisation. Was wir für uns als HR Community als ganz wichtig gefunden haben, um zukunftsorientiert zu sein, beziehungsweise fit für die Zukunft zu sein. Also von daher passt das hervorragend. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben Learning Journeys entwickelt und die visualisiert. Also das heißt, das sind selbst erstellte Grafiken, die wir auch nicht irgendwie eingekauft haben, sondern wirklich selbst gezeichnet haben und dann basierend auf einem Kompetenzmodell in Level aufgeteilt haben. Level 1 bis 4. 1 ist grundsätzliches Verständnis. 4 ist, ich kann es jemandem anderen beibringen und dann eben 2 Ausprägungen dazwischen noch. Und ja, wir sind gerade damit live gegangen. Also von daher passt es hervorragend, um das dann auch noch weiter zu verfeinern und gegebenenfalls euch vorzustellen, wie unsere Erfahrungen damit sind. Ja, Christian, das ist wunderbar. Wir haben auch einen Plan für den Sprint 2019. Also der 8.2. beispielsweise wäre noch eine Möglichkeit, das vorzustellen. Ja, sehr gerne. Und auch natürlich folgende. Aber es wäre ganz gut, wenn das gleich Anfang des Jahres wäre, weil dann kann man das tatsächlich auch damit noch spiegeln. Wunderbar. Danke. Sehr gerne. Und wir können halt auch die Sprint-Termine, weiß nicht, inwiefern die jetzt schon feststehen, auch dafür nutzen. Also der Sprint ist ja auch ein Format, was wir nutzen können, um an den entsprechenden Kompetenzen dann zu arbeiten. Mhm. Ja, ich frage nochmal in die Runde, was gibt es weitere Ideen, weitere Beiträge, Fragen? Sind alle gerade dabei, sich ins Google einzutragen wahrscheinlich und deswegen super beschäftigt, um was zu sagen. Ja, die Nicole fragt gerade noch hier, wie der Link zur Slack-Community ist. Ja, wir werden eure E-Mail-Adressen nach eintragen. Das haben wir erstmal so rum gemacht. Also ne, in das Google Doc eintragen und wir laden euch dann gerne dazu ein. Sehr schön, ja. So, die Lisa hat hier noch eine Frage gestellt. Kann mir jemand kurz auf die Sprünge helfen und mir sagen, wo ich nochmals eine Zusammenfassung der einzelnen Kompetenzcluster finde,
bin leider zu spät gekommen. Also Lisa, wir werden auch diese Dokumentation, wie wir sie gerade hier gemacht haben, noch vervollständigen mit den Ergebnissen und den Abstimmungsergebnissen und dann findest du die auch in dem Blog. Genau, wir werden genau auch cool haben, dass wir die auf alle Fälle dann verlinkt sehen später. Gibt es dann vielleicht auch für Community noch Anregungen, wo ihr sagt, hey, gibt sogar schon was, das habe ich und das passt super gerade rein. Ja, ich habe eine Frage, Joachim, hallo. Ihr habt euch ja intensiv schon mit den Kompetenzclustern und auch der Untermauerung beschäftigt. Wir haben die jetzt zum ersten Mal gesehen und mutig mal abgestimmt. Passt es so für euch oder habt ihr vielleicht ein Thema, wo ihr sagt, na, da habt ihr es vielleicht zu schnell entschieden, da müssen wir nochmal drüber reden? Also ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass das Thema analytische Fähigkeiten nicht mit nicht so hoch gewotet wurde. Das hätte ich jetzt eher vermutet und auch beim ganzen Thema so Beziehungsmanagement. Weil das beim Twitter-Chat waren das zwei Themen, die standen da schon weiter oben mit auf der Liste und die sind jetzt nicht mit unter den Top 4 gelandet. Das hatte mich jetzt ein bisschen verwundert gehabt. Gut, aber beim Twitter-Chat haben ja auch nicht alle, die jetzt da sind, mitgemacht. Mhm. Unter anderem, genau. Wobei das natürlich auch etwas unter analytische Fähigkeiten, dann unter digitale Kompetenzen zum Teil drunter passt. Also müssen dann vielleicht zum Teil drunter sortieren, dass nicht verloren geht. Eben richtig, um Beziehungsmanagement unter Beratung. Kann man ja auch irgendwie machen. Ne? Also von daher, das ist ja dann der Gruppe überlassen, die sich da um das Thema kümmern. Genau, die Gruppe darf das gerne umbenennen, darf da gerne Schwerpunkte setzen und auch Dinge, die wir jetzt da auf der Folie stehen haben, ignorieren. Das ist der Gruppe jeweils selbst überlassen. Lehraushalten ist auch was, ne? Auch eine Lernerfahrung, ja. Gibt es aus dem Chat noch irgendwas? Ja, hi, hier ist Stefan. Ich habe eine Frage und zwar, also ich hab eine ähnliche Erfahrung mit Blockchain gemacht, habe auch irgendwie versucht auf dem Corporate Learning Camp, sag ich mal, da eine Community so ein bisschen anzustoßen und das war so, also das Feedback war während der Veranstaltung war super, aber man muss ehrlich sagen, da ist jetzt im Moment gar nichts, also da läuft nichts. Also ich bin ab und zu, wenn ich ein paar interessante Links oder so habe, die schicke ich einzelnen Leuten zu, wo ich weiß, dass die wirklich dran sind an dem Thema. Aber wie halten wir denn das Ding am Laufen? Also es gibt ja unglaublich, es gibt ja viele, die einfach voll sind mit normalem Daily Business und so weiter. Also wie stellt ihr euch das denn vor? Also gibt es da jemand, der den Hut auf hat oder wie läuft es? Weil ich sehe, dass wir jetzt darüber reden, aber dass es irgendwann in einer Woche untergeht in dem Wust an Sachen. Das ist ein guter Punkt. Also wir haben vorhin mit der Hans darüber gesprochen. Wir reden immer davon, wie wir unsere Mitarbeiter zu selbstorganisierten Lernern bekommen. Das Problem ist an uns selber. Genau. Ist einfach so. Also wir haben da auch keine Anforderungen. Wir selber werden das nicht steuern. Wir werden mitmachen auf alle Fälle. Wir wollen auch dabei sein. Wir wollen auch mit an uns arbeiten. Wir werden nicht wöchentlich daran erinnern, dass da was zu tun ist. Genau. Ja. Wir möchten das zusammen mit euch machen. Wir wollen zusammen auf eine Lernreise gehen. Ja, und ich finde den Punkt sehr spannend, dass wir jetzt eben das ausprobieren, was wir von den Mitarbeitern auch verlangen. Und da dann auch neben den einzelnen Kompetenzen dadurch, einfach durch dieses Format auch ganz viel lernen werden. Also eine Möglichkeit, wie man sowas vielleicht absichern kann, ist, dass man nochmal schaut, ob vielleicht die ein oder andere regionale Community Interesse hat, so ein Thema voranzutreiben und zu gestalten. Ja. Guter Punkt. So, dass man es direkt eigentlich integrieren und anschließen kann in etwas, was schon vorhanden ist und was durchaus eigentlich läuft. Ja. Vielleicht. Ich würde
würde auch gerne nochmal nachhaken. Also unsere Erfahrung mit so selbst organisierten Lernprozessen in Unternehmen ist auch, dass die auch menschliche Leitplanken brauchen. Also sozusagen, so jetzt lernt man schön los. Das funktioniert unseres Erachtens nicht. Also von daher wäre so eine Idee Pater, habe ich jetzt im Chat gelesen, oder das, was der Joachim sagt, das eventuell, wo es gut passt, vielleicht auch an eine regionale Community anzubinden, wäre vielleicht auch eine Idee. Also so die, ich glaube, wir müssen irgendwie noch gucken, dass wir ins Laufen kommen. Wenn es einmal läuft, ist es, glaube ich, gut. Aber bis dahin, das noch ja, abzusichern, klingt jetzt so kontrollig, aber irgendwie zu begleiten, das ist, glaube ich, das Wort. Gutes Marketing, finde ich. Gutes Marketing, also feel free, irgendeine Regional-Community, die sich berufen fühlt, wir haben auch bei uns Adressen. Klar, na gerne. Ja, sehr schön. Also ich finde eure Anregung ganz wunderbar und gut passend zu dem, was ich in meinem Blogpost vor 2 Tagen da angekündigt habe. Ich glaube, dieses Thema Kompetenz einerseits müssen wir ein bisschen umfassender sehen, nämlich Kompetenz wirklich als Fähigkeit handeln zu können. Und wir selber haben in der Community jede Möglichkeit, jede Menge Herausforderungen, die man annehmen kann, auch wenn man es noch nicht so richtig kann, um sich daran zu üben und hinterher sagen zu können, oh, ich kann es wirklich, ich habe es schon mal gemacht. Und wir haben ja in der Community schon eine ganze Reihe von solchen selbst angenommenen Herausforderungen, wenn ich an die vielen Leute denke, die eine regionale Community ins Leben gerufen haben. Wenn ich daran denke, wie viel technische Unterstützung wir von Magnus Rohde und anderen bekommen haben. Und deshalb soll so eine Liste entstehen von Herausforderungen, an denen man seine eigene Kompetenz entwickeln kann. Und dies wäre hier auch so ein Teil für diese Liste, wo man sagt, okay, wer will denn mal der Koordinator für diese Roadmap-Entwicklung sein? Wer will denn das Marketing dafür machen? Wer will denn dafür sorgen, dass regelmäßige Termine stattfinden? Und, und. Also da könnte man verschiedene Aufgaben ausschreiben. Und ich hoffe, dass sich dann einige weiterhin finden und sagen, okay, die Aufgabe für einen bestimmten Zeitraum nehme ich auch an. Bedingung ist immer, dass wir sauber ausschreiben, sauber beschreiben, was es zu tun. Das ist schon mal auch so eine Aufgabe. Und dann uns mal überraschen lassen, wer die Aufgabe dann in die Hand nimmt. Aber ich bin ganz sicher, wir werden das in der Community ganz sicher schaffen. Deshalb schönen Dank für eure Anregung. Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, ihr müsst die Stunde nicht voll machen. Sehr gut. Wir sind jetzt gespannt. Wir werden jetzt als erstes gleich das Google Doc und die Slack Community dahingehend anpassen, dass wir die 4 Kompetenzen den einzelnen Clustern zuordnen. Und dann sind wir erstmal gespannt, wer sich da einträgt, wie viele Leute da zustande kommen. Und dann planen wir einfach die nächsten Schritte. Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie dabei sind. Auch mit Abgestimmtheit, das war super. Vielen Dank euch fürs Mutigsein. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Genau. Also Duderstadt sagt herzlichen Dank für eure Teilnahme und für den ganz aktiven Chat. Wir haben das hier so nebenbei laufen sehen. Wir haben immer nur gesehen, da war ein bisschen was los. Und wir werden uns das im Nachgang anschauen und hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir fanden es auch klasse, dass sich heute so viele auch per Mikro gemeldet haben. Das hatten wir also auch nicht erwartet. Ja. Und wir sind jetzt einfach gespannt, was sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ergibt und würden uns wirklich sehr freuen. Und es ist uns echt wirklich eine Herzensangelegenheit, wenn wir das Projekt nächstes Jahr gemeinsam mit euch auf die Beine stellen könnten. In diesem Sinne, schönes Wochenende und vielen Dank. Tschüss. Ja, ganz herzlichen Dank nach Duderstadt, aber nicht nur nach Duderstadt, auch an all die anderen, die sich hier so sehr schön beteiligt haben. Es war ja wieder ein reger Austausch und ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir als Kernteam freuen uns natürlich darüber, wenn wir auch fürs nächste Jahr wieder eine Reihe von Anregungen von euch aus der Community bekommen. Und einen hatte ich ja vorhin schon, den Christoph oder Christian, der gesagt hat, okay, da wäre ich bereit, mal zu darzustellen, was wir bei uns im Unternehmen nächstes Jahr machen wollen, wie da die Roadmap aussieht.
Und genau das ist jetzt auch der Wunsch von uns. Bitte denkt dran, im nächsten Jahr auch für uns wieder das eine oder andere als Teilgeberinnen und Teilgeber zu gestalten. Die Termine der nächsten Sprints, der erste ist nämlich am 8.2.2019, findet ihr auch wieder auf der Co-Learn-Seite unter Sprints Termine. Und ja, ich kann einfach nur noch mal auffordern, wirklich einfach mit Ideen zu kommen, mit Ideen. Bedeutet, dass es nicht notwendigerweise eine Präsentation aus dem eigenen Unternehmen sein muss. Es können auch solche Ideen sein, wie wir es jetzt gerade von dem Team Otto Bock gehört haben, wo es darum geht, wirklich auf einer Metaebene mal zu arbeiten, gemeinsam zu arbeiten und zu gucken, welche Kompetenzen können wir gemeinsam weiterentwickeln. Ja, so viel von meiner Seite, lieber Karl-Heinz. Du kannst dann gleich auch die Aufzeichnung beenden. Euch allen ein schönes Wochenende und vielen Dank für